Sie sehen, wer sich eingelebt hatte, kannte schon seine Quellen. Wer aber nach langer Abwesenheit wieder nach Hause kam, wie dieser Mann, der war ein richtiger Normalverbraucher. Ei je, werden die Kinobesucher damals gesagt haben, als sie diese Bilder sahen. Ach, schon wieder ein Heimkehrerfilm. Denn solche Aufnahmen sah man damals alle Tage. Dieser Mann hing an dieser Stadt nicht, weil sie zufällig seine Heimat war, sondern er liebte sie aus vollem Bewusstsein. Aber er kannte sie nicht wieder. Fast alles war zerstört und nur wenige Bauten waren inzwischen neu errichtet worden. Der junge Mann sah die Denkmäler der Fremdensiege und wandte sich dann nachdenklich der Allee der eigenen Siege zu. Meine ich. Kennen Sie ihn? Waren Sie zufällig mit ihm in einem Lager? Das war die am Boden zerstörte Allee der Besiegten. Man hatte alles Militaristische, Preußische und Monarchistische im Stadtbild ausgemerzt, bis auf die Laternenpfähle, die noch allerlei Gestriges im Schilde führten. Hallo, verzeihen Sie bitte, ich möchte... Nein, nein! Ist Ihnen das noch nicht genug? Entschuldigen Sie bitte, ich möchte... Verfluchte Bettelei, Sie haben doch eben bekommen! Verzeihen Sie bitte, ich suche... Nicht nur Sie, wir alle suchen, die ganze Menschheit sucht. Wer aber die Kraft bekommen hat zu suchen, dem ist auch die Kraft gegeben zu finden. Dies Plätzchen hier mag Ihnen die Richtung weisen auf dem Weg zum Heil. Zum Heilbronner Platz will ich. Gehen Sie mit Gott. Aber selbst dieser Soldat des Himmels im Leutnantsrang konnte ihm nicht helfen. Bist du Normalverbraucher, so hilf dir selbst. Nun stand er endlich vor seinem Haus, das ihm in aller Offenheit entgegenschaute.